Ich bekomme ganz oft von euch die Frage gestellt, wie ist es eigentlich als Österreicherin in Deutschland zu leben? Ich komme aus Wien, lebe aber seit 8 Jahren in Hamburg und es ist oft sehr schön, sonst wäre ich ja nicht noch immer hier, aber es hat durchaus auch manchmal seine Tücken und es gibt manchmal wirklich Momente, wo ich mir denke, wo bin ich eigentlich zu Hause? Wir sprechen alle die gleiche Sprache, es ist irgendwie gefühlt fast das gleiche Land. Nicht mal die Grenze, wir haben das Schengen-Abkommen, die Grenze ist keine Grenze, man kann da einfach drüber fahren, alles easy. Aber dann muss ich ein Konto eröffnen. Und dann habe ich erfahren, wenn ich als nicht deutsche Staatsbürgerin ein Konto eröffnen möchte, brauche ich eine Freizügigkeitsbescheinigung. Ich weiß bis heute nicht, was eine Freizügigkeitsbescheinigung ist, aber ich bin jetzt offiziell freizügig. Also irgendwie ist es doch ein bisschen anders. Wir Österreicher haben manchmal aber auch gegenüber den Deutschen so ein bisschen Vorurteile. Wir machen uns gerne lustig über die deutsche Sprache, über das Bifkenesisch. Und für mich ist das voll normal, ich bin so aufgewachsen. Und ich habe gedacht, wenn ich nach Deutschland komme, werden sich die Deutschen auch ein bisschen lustig machen über mich. Und es ist schon so, dass sie halt auch lachen über meinen Dialekt und so. Aber es ist mehr, dass sie eigentlich sich freuen. Also ich habe das Gefühl, ich werde eigentlich schon mit offenen Armen aufgenommen. Nichtsdestotrotz habe ich immer wieder Verständigungsprobleme. Das kommt einfach vor. Ich meine, Leute, ich wohne jetzt 8 Jahre hier. Ich habe das schon in vielen Videos gesagt. Ihr könnt euch hier auf dem i, verlinke ich euch ein paar meiner Österreich-Deutschland-Videos. Es gibt immer wieder Verständigungsprobleme. Jetzt gerade letztens ist es mir wieder passiert. Ich war mit einem Freund zusammen und ich habe mich mega abgebeckt. Und wir meinten so, ah, wie geil, wie wir uns abbecken. Und dann hat er mich nur so angeschaut und ich meinte so, ja, wir hauen uns ab. Oh, das sagt man bei euch auch nicht. Sich abhauen heißt so viel wie so richtig über was lachen. Sich richtig abhauen. Ich weiß, wie soll man das sagen? Ich weiß es nicht. Vielleicht machen die Deutschen das nicht, aber es ist halt einfach sehr lachen. Ich hatte es mit meinem Freund am Anfang, als wir zusammengekommen sind. Da war er, glaube ich, so einen Monat in Amerika und dann haben wir geskypt und dann meinte ich so, ja, du gehst mir voll ab. Und dann meinte er so, was ist jetzt los? Warum bist du jetzt wütend auf mich? Bis er gecheckt hat, dass ich einfach nur gesagt habe, du fehlst mir, hat es auch ein bisschen gedauert. Also das ist schon krass. Man glaubt das gar nicht, dass das wirklich zu Missverständnissen führen kann. Ich weiß aber von Freunden aus Bayern, weiß ich, dass das in Bayern auch gesagt wird. Also ich glaube, alle Bayern unter euch verstehen mich jetzt auch, alle Österreicher. Schreibt es mal alle in die Kommentare, wenn ihr das auch kennt. Missverständnisse als Österreicher oder als Bayer im Rest Deutschlands. Ich habe so ungefähr 2 Jahre in Deutschland gelebt. Da bin ich zum Praktikum nach Österreich gegangen für, glaube ich, ein Monat oder so bei Ö3. Auf jeden Fall war es aber dann so, dass ich mich halt auch so ein bisschen ausprobiert habe im Radio sprechen. Und dann meinte mein Vorgesetzter da zu mir, du, das ist alles schön und gut, aber du musst so richtig, richtig österreichisch sprechen. Da hat es mich irgendwie zum ersten Mal so erwischt, dieses Gefühl, okay, wow, du bist Österreicherin, du fühlst dich auch als Österreicherin, aber da sagt dir jemand, ja, du redest jetzt gerade nicht österreichisch genug. Und in Deutschland hingegen war es halt zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall extrem, so dass alle gesagt haben, ja, du bist auf jeden Fall aus Österreich, jeder hat sofort erkannt, das war schon irgendwie so ein Hin- und Hergerissen sein und irgendwie, ich habe mich nirgends richtig zu Hause gefühlt. Und mittlerweile ist es so, ich habe eine Sprecherausbildung gemacht und so und habe halt auch gelernt, so richtig Hochdeutsch zu sprechen. Und ich bin auch einfach ein Typ, der halt super schnell Dialekte und Akzente und so annimmt. Manchmal eher weniger gut als gut. Aber das war auf jeden Fall echt so ein Struggle eine Zeit lang. Wo bin ich eigentlich zugehörig? Und irgendwie, den einen bin ich zu österreichisch und den anderen bin ich zu deutsch. Ein paar Dinge, die gehen mir hier ab. Also die vermisse ich hier in Hamburg oder hier in Deutschland. Zum Beispiel Punschkrapferl. Ich glaube, jeder Österreicher kennt es. Punschkrapferl, ich meine, stellt euch vor, es gäbe keine mehr. Die gibt es in jedem Bäcker bei uns. Also hier in Deutschland gibt es was Ähnliches. Es gibt so Rumkugeln und die sind dann aber nochmal mit einer Glasur, die halt auch wie Rumkugeln schmeckt, überzogen und sind aber halt nicht Kugeln, sondern sind halt Rechtecke. Der Simon hat schon vorgeschlagen, dass wir für unsere Hochzeit eine Punschkrapfen-Hochzeitstorte machen. Die Idee finde ich sehr gut. Also falls ihr irgendjemanden kennt, irgendeinen Bäcker, der sowas macht, hier in Hamburg, dann freue ich mich über Empfehlungen. Ich glaube, gestern habe ich mir eine Sprachnachricht von meiner Schwester angehört und sie redet und im Hintergrund hörst du so, weil sie wohnt halt in der Stadt und du hörst halt die Fjacker im Hintergrund. Und das ist halt auch, was es mir eigentlich abgeht. Ich weiß, das ist für die Tiere echt die Quälerei. Also ich finde das gut, dass das andere Städte nicht so machen. Aber wenn man so aufwächst, ja, mit Fjacker und so, dieses Feeling, das hat schon was, ja. Und das ist schon, also allein dieser Klang vom Pferde, das weckt schon Kindheitserinnerungen, ja. Kaffeehäuser gehen mir auch ab, obwohl ich nicht immer Kaffee trinke. Aber es ist einfach das Flair, es ist die Atmosphäre. Hier gehst du zum Coffeeshop irgendwie, blabliblub, XY, bla bla bla. Das ist halt nicht dasselbe. Altherrschaftlich, mit geilen Mehlspeisen und
einfach das Ambiente, das halt einfach stimmt. Es ist schon schön. Das fehlt mir hier schon. Wenn ich darüber rede, was fehlt mir eigentlich hier, muss ich eigentlich auch sagen, was finde ich gut hier. Was mir hier gut gefällt, ist schon, dass die Leute zwar zurückhaltend sind, aber auch irgendwie weltoffener, habe ich das Gefühl. Also ich finde, man merkt einfach, dass Deutschland ein größeres Land ist. Also zumindest jetzt hier im Norden ist es schon sehr weltoffen. Die Leute sind cool. Oder nett. Die Stadt ist so, hat so was Ruhiges, Entspanntes, das mag ich halt auch gern. Gerade so in meiner Branche habe ich jetzt in Deutschland irgendwie, also so in der Medienbranche habe ich in Deutschland viel mehr Möglichkeiten. Ein paar Sachen sind mir definitiv aufgefallen, über die kann ich hier in Deutschland als Österreicherin einfach nicht sprechen. Wenn es um Kindheitserinnerungen geht. Ich habe Christine Nöstlinger früher geliebt. Ich habe Christine Nöstlinger alle Bücher rauf und runter gelesen. Kein Schwein kennt die hier. Wenn ich sage so, ja, Tom Turbo, Knabbernossi, das war so geil. Und ich wollte immer diesen Knabbernossi-Truck haben. Wolltet ihr auch immer diesen Knabbernossi-Truck gewinnen? Ich wollte ihn immer gewinnen. Ich habe immer die Rätsel mitgemacht, aber ich habe nie gewonnen. Tom Turbo, was ist das? Naja, entsprechendes Fahrrad, das Kriminalfälle löst. Das klingt irgendwie komisch. Kennt kein Schwein hier. Irgendwann habe ich irgendwie gehört, Rolf Zukowski. Keine Ahnung, ist es ein Fußballspieler? Ist es ein Schlagersänger? Ich weiß es nicht. Der hat Kinderlieder gesungen, habe ich dann herausgefunden. Aber den kennt hier jedes Schwein. Ich habe den noch nie gehört. Vor allen Dingen Tom Turbo. Oh mein Gott, ich habe Tom Turbo geliebt. Tom Turbo war the best. Was ich ganz geil finde, ist, dass die Kinder hier, ich sag mal, alles überhalb der Knödelgrenze, nicht den Krampus fürchten müssen. Ich habe so einen Schiss gehabt. Ich kann mich noch erinnern, wir waren einmal ein Jahr mit Freunden irgendwie über Nikolaus in einem Hotel und da ist auch der Krampus gekommen am 5. und ich habe mich die ganze Zeit im Zimmer unterm Bett versteckt. Ich habe den ganzen Tag unterm Bett verbracht, weil ich so eine Angst hatte vor diesem scheiß Krampus. Und dann habe ich irgendwann erfahren, hier kommt der Krampus gar nicht. Wie werden eigentlich die Kinder überhalb von Bayern bestraft? Oh mein Gott, ich finde das so gruselig, Leute. Für alle, die den Krampus nicht kennen, ich blende euch ein Bild ein. Fazit nach 8 Jahren hier leben ist, zu Hause heißt ja nichts ein bestimmtes Land oder ein bestimmtes Volk, sondern für mich sind das die Menschen, die mich ins Herz schließen und die ich ins Herz schließe. Also das seid auch ihr, das heißt, auch YouTube ist mein Zuhause. So Leute, wie gefällt euch eigentlich mein neues Set? Tada! Schreibt es bitte mal unbedingt auch in die Kommentare, wie gefällt es euch oder so. Ich mache euch hier noch eine Umfrage. Würde mich sehr interessieren, weil ich werde da jetzt auf jeden Fall ganz viel noch rumbasteln, aber ich wollte mal was Neues ausprobieren, weil dieser einfache Hintergrund, der ist mir langsam ehrlich gesagt schon. Falls ihr Deutsche seid und nach Österreich geht, dann würde ich euch dieses Video hier empfehlen. Da gibt es nämlich so ein paar sprachliche Missverständnisse. Nicht, dass ihr was falsch versteht. Und hier könnt ihr euch anschauen, was so typische Vorurteile sind, die Deutsche gegenüber Österreichern haben. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt hier auf Abonnieren. Dann sehen wir uns nächsten Donnerstag um 16 Uhr. Das würde mich freuen. Bussi, Baba.